Hallo, wir begrüßen euch bei uns in unserem herrlichen Luisengarten in Magdeburg zu einer weiteren Runde. Wie ihr seht, wir haben tolles Wetter und das lädt ein, rauszugehen. Wir möchten euch mit dieser kleinen Einheit heute zeigen, wie wir vielleicht ein kleines Warm-up gestalten können, um nämlich Muskeln, Sehnen, Bänder und auch den Herz-Kreislauf-Bereich ein Stückchen warm zu bekommen und auch die nachfolgenden Belastungen optimal einzustellen. Wir haben ein paar kleine Dinge aufbereitet und da starten wir jetzt auch gleich mit hinein. Über das lockere Walken oder Traben auf der Stelle können wir uns mit den ersten seitlichen Nachstellschritten bewegen, von links nach rechts. Wir bringen den gesamten Oberkörper mit ins Spiel, indem wir auf der linken, auf der rechten Seite jeweils zum Unterschenkel Richtung Fuß greifen. So haben wir schon mal die Beweglichkeit im Oberkörper mit drin und aktivieren auch die Bein- und Hüftbeugung und immer wieder auch die Streckung. Natürlich können wir das Ganze auch mit ein Stückchen Bewegung im Kniebereich unterstützen. Wir bewegen uns weiterhin von links nach rechts und ziehen ein Bein nach oben, sodass wir es mit der Hand berühren können, diagonal. In einem nächsten Schritt bleiben wir mit stehen. Setzen wir einen Fuß nach vorn, sucht euch aus, mit welchem Fuß ihr starten möchtet. Wir aktivieren die Fußmuskulatur und die Venen pumpen, die Waden werden schön mit eingebunden. Wir stellen uns beim nach vorn kommen auf den Fußballen und setzen wir das Körpergewicht wieder zurück, kommen wir eher auf der Ferse mit an. Tauschen wir die Seite. Führt das Ganze 4-5 Mal hintereinander mit durch. Und hiernach kommen wir in den Einbeinstand. Bleibt mit einem Fuß stehen, setzt den anderen Fuß nach oben. Wenn ihr eine Stabilisation braucht, sucht euch in der Nähe beispielsweise eine Kante, eine Hecke oder auch vielleicht ein Geländer. Wir tauschen die Seite. Sucht euch auch hier einen guten festen Halt mit dem Fuß und dem Schuh und versucht den Fuß, der in der Luft sich befindet, schön kreisen zu lassen. Wir aktivieren das obere, untere Sprunggelenk und wandern zur anderen Seite. Jetzt ist es der Unterschenkel. Wir aktivieren nun auch das Kniegelenk. Kreist nicht nur mit dem Fuß, sondern mit dem gesamten Unterschenkel. Ja, wenn ihr das wieder braucht, haltet euch, stellt euch dort mit auf, wo ihr eine gute Position findet, euch auch zwischendurch stabilisieren zu können. Vom Kniebereich geht es hoch zur Hüfte. Die Hüftaußenrotation, das linke Bein, das rechte Bein, wir heben es und versuchen, den Oberschenkel nach außen zu führen in einer leichten Halbkreisbewegung. Das ist die Außenrotation für unsere Hüfte. Und wir nehmen zwischendurch wieder ein paar Schritte mit hinein, von der linken zur rechten Seite. Und jetzt kommen wir schon etwas tiefer. Wir tippen vielleicht in Richtung Knöchelbereich. Manch einer kann vielleicht auch schon wieder in Richtung Boden die Hand aufsetzen. Und wir wiederholen auch hier noch einmal, dass wir die Arme diagonal mit einbeziehen. Einmal rechts, einmal links. Und langsam anhalten. Kommen wir nun langsam zu unserem Hüftbewegungsspiel. Das kennen sicherlich viele, dass wir unsere Hüfte kreisen lassen wollen. Das Becken wird schön aktiviert. Kreuzbein, Darmbeingelenk. Die Gelenkflächen werden ebenfalls mit eingebunden. Zur linken Seite, zur rechten Seite. Zum besseren Fokussieren. Ihr könnt eine Hand auf das Brustbein legen. Versucht, das Brustbein in der gleichen Position zu halten. Denn viele haben richtig große Probleme, nur das Becken einzubeziehen, die Hüfte kreisen zu lassen. Ja, sie bewegen alles, aber nicht unseren Hüftbeckenbereich. Von dieser Position heraus nehmen wir die Arme sacht seitlich rauf und wieder runter. Mit dem Einatmen schön das Heben der Arme verbinden. Und jetzt können wir auch schon ein klein wenig in die Seitneigung mit einsteigen. Aktivieren von der Hüfte bis in den Oberkörper hinein. Die Bewegung und die Bewegung wird größer. Kommen auch hier weiter hinunter. Einatmen, Seitneigung und mit dem Ausatmen nach vorn gelangen. Okay, die ersten Übungen, die sitzen schon. Und bleiben wir im Oberkörper. Die Arme nehmen wir über Kreuz vor den Körper. Die Füße führen wir schmaler zusammen, richtet euch auf und wir versuchen, den Oberkörper in eine Rotationsbewegung einzubinden.
Wir mobilisieren die Brustwirbelsäule. Macht das Ganze erstmal etwas langsamer. Zieht die Schulter nicht allzu sehr mit nach oben. Jawohl. Macht es noch ein bisschen langsamer und startet einmal, dass der Kopf in die entgegengesetzte Richtung sich bewegt. Der Übergang zwischen Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule wird schön aktiviert. Und jetzt wird es eine kleinere und zügigere Bewegung. Na, merkt ihr schon, wie sich alles etwas lockert? Vielleicht knackt es auch zwischendurch ein klein wenig. Das ist also nicht unnormal, wenn sich dort diese sachten Spannungen wieder mit lösen können. Machen wir weiter mit unseren Schultern. Leichtes Schulterkreisen. Zieht die Schultern hoch, zieht sie weit nach hinten und lasst sie dann locker wieder mit fallen. Zieht sie hoch, weit nach hinten. Ihr spürt zwischen den Schulterblättern, da befinden sich Muskeln. Ihr merkt diese, ihr spürt diese. Und die Arme bleiben neben dem Körper. Wir führen die Arme seitlich nach unten. Haltet trotzdem Brustbein und Kopf aufrecht. Zieht nur die Schultern nach unten. Ihr spürt ein sachtes, kurzzeitiges Ziehen, dieses dynamische, kurzzeitige Dehnen, regt aber eher den Stoffwechsel mit an, die Flexibilität. Jetzt nehme ich zusätzlich, wenn ich meine rechte Schulter beispielsweise nach unten ziehe, den Kopf zur linken Seite, diagonal. Es zieht also in diese Nackenseite, die wir jetzt vom Arm und vom Kopf her voneinander entfernen. Und wir wechseln die Seite. Den Kopf nach links. Die rechte Schulter nach unten, je nachdem, wie ihr mich ja jetzt spiegelverkehrt seht, ist es die linke Schulter und der Kopf nach rechts. Und schließlich führen wir die Schultern vor und zurück, sodass wir die Schulterblätter zur Wirbelsäule heranziehen und nach vorne hin unseren Körper wieder so ein wenig schließen, aber uns auch immer wieder mit aufrichten. Mit der Atmung nun verbinden, mit dem Einatmen. Und mit dem Ausatmen macht euch rund im Oberkörper, rollt den Kopf mit dem Kinn in Richtung Brustbein ein, ausatmen und mit dem Einatmen überstreckt euch ein Stückchen, wir bringen die Wirbelsäule in Bewegung, ihr könnt sie dabei spüren, es fühlt sich vielleicht manchmal nicht gleich angenehm an, das ist aber eure Muskulatur, eure Wirbelsäule arbeitet und die möchte auch arbeiten. Zweimal wiederholen wir noch und damit hätten wir schon einen ersten kleinen Start geschafft. Nun haben wir zum Abschluss noch eine sachte, sanfte, dynamische Dehnung unserer rückwärtigen Beinmuskulatur, in dem ein Fuß nach vorn geführt wird. Das andere Bein ist weit hinten, wie ihr das hier mit sehen könnt. Ich federe ganz sanft in das hintere Bein hinein, beziehungsweise zwischen beiden Füßen wandert mein Oberkörper, mein Körpergewicht leicht auf und ab. Oh, nun kann ich versuchen, das Ganze etwas kleiner zu lenken, indem die Ferse des hinteren Fußes ganz sacht immer wieder in den Boden geschoben wird. Und dann haltet einmal die Ferse hinten, taucht in diese Dehnung mit ein, mindestens 15 bis 20 Sekunden. Wenn wir strukturell etwas verändern möchten, dann sollten wir schon versuchen, dass wir dort 1 bis 2 Minuten tatsächlich solch eine Dehnung enthalten. Für uns geht es ja aber um das Vorbereiten, um das Mobilisieren, um den Stoffwechsel dort in unserer entsprechenden Muskulatur, die wir gleich mit nutzen möchten, auf Vordermann zu bringen und zu aktivieren. Wechseln wir die Seite noch einmal, beginnen erst wieder dynamisch, federnd, spürt hinein, dass hinten die Streckung spürbar wird, indem die Ferse hinuntergeschoben ist. Das vordere Bein gibt euch Halt, ihr könnt gerne die Hände mit nach vorn führen. Und jetzt haben wir wieder die kleinere Bewegung, dass die Ferse hinten runtergeschoben wird. Bis hin, dass die Ferse wieder zu Boden gedrückt wird, dort gehalten wird und auf der gesamten Rückseite hier wieder die Spannung ankommt. Hüfte streckt sie ein wenig nach vorn, den Oberkörper richten wir auf. Und so spürt ihr, eure Couchmuskulatur wird gerade richtig schön gedehnt. Und damit wären wir auch mit unserer kurzen Erwärmungsphase, mit der Mobilisation und sachten Dehnung schon am Ende. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Probiert's aus und dann geht's hinein ins nächste Training bei uns. Viel Spaß!